Führen, leisten, leben. Wirksames Management. Ganz schöner Brecher. Aber was da so Sinnvolles drinsteht, das habe ich mal rausgearbeitet und stelle ich euch hier vor. Wirksames Management. Was ist das eigentlich? Die zwei wichtigsten Punkte nennt er ganz am Anfang. Und diese sind auch recht aufbauend. Nummer 1, Management ist erlernbar. Nummer 2, es gibt nicht die ideale Führungskraft. Es gibt nur die wirksame Führungskraft. Das heißt, es gibt nicht den einen richtigen Weg, sondern viele Wege führen nach Rom. Wirksames Management kannst auch du betreiben. Im Buch werden zuerst die Grundsätze vorgestellt. Davon gibt es 6 Stück. Es geht darum, ergebnisorientiert zu handeln und sich daran zu erfreuen, wenn Ergebnisse herauskommen. Es kommt nicht darauf an, was hier reinsteckt, es kommt darauf an, was rauskommt. Ihr kennt das sicherlich auch. Es gibt Tage, da hat man das Gefühl, man hat nichts geschafft, man hat nichts Produktives getan. Man hat aber 8 Stunden gearbeitet. Vielleicht liegt das daran, weil man zu sehr abgelenkt wurde. Vielleicht hatte man auch einfach einen schlechten Tag, weil privat was passiert ist. Vielleicht habt ihr viele Kleinigkeiten gemacht. Vielleicht wurdet ihr zu viel angerufen. Achtet also darauf, sowohl bei euch selber als auch bei den Mitarbeitern. Was ist das Ziel und wie kann man dieses effektiv erreichen? Der zweite Grundsatz ist, zum großen Ganzen beitragen. Man kann sich gut vorstellen, dass in großen Konzernen es durchaus Leute gibt, die nicht sonderlich produktiv sind. Das mag aber nicht immer an den Leuten liegen. Das mag daran liegen, dass sie Aufgaben nachgehen, die absolut nicht zum großen Ganzen Endprodukt beitragen. Man sollte sich also immer fragen und auch den Mitarbeitern vor Augen halten, was ist das große Ziel, das man verfolgt? Trägt das, was man aktuell gerade tut, zu diesem großen Ziel bei? Der dritte Grundsatz ist die Konzentration auf Weniges und das Wesentliche. Sowohl eine Firma als auch jeder Einzelne hat begrenzte Energie, begrenzte Zeit, die er in etwas reinstecken kann. Wenn wir also zu viele Sachen gleichzeitig machen, kommen wir an keiner Stelle so richtig voran. Weil es hier eine Grenze gibt, ist es entscheidend, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Grundsatz Nummer 4 besagt, dass man die Stärken seiner Mitarbeiter nutzen sollte. Es ist selbstredend, dass in einem Team die Fähigkeiten unterschiedlich verteilt sind. Manchmal ist es offensichtlich, welche Art von Aufgaben ein Mitarbeiter besonders gut kann oder gar nicht kann. Man muss sich hier vor Augen führen, dass es nichts bringt, manche Aufgaben an Mitarbeiter zu verteilen, die damit ihre Probleme haben. Dieser und der erste Grundsatz passen gut zueinander. Gib den richtigen Mitarbeitern die richtigen Aufgaben, damit vernünftige Ergebnisse am Ende rauskommen. Der fünfte Grundsatz lautet Vertrauen. Vertrauen ist in einem Team und in einem Unternehmen eine wirklich wichtige Sache. Sie ist Grundvoraussetzung für gute Zusammenarbeit und sie bildet sich über längere Zeit. Vertrauen in einem Team bedeutet, dass du weißt, wie der andere in einer Situation reagiert. Du kannst dich auf ihn verlassen. Ein kleiner Einwurf an dieser Stelle und ein Autor, der mir auch wirklich gut gefällt, Simon Sinek. Der ist hier übrigens auch vertreten mit dem einen oder anderen Buch, was ich da stehen habe. Und vielleicht spreche ich da nochmal bei anderer Gelegenheit drüber. Aber zurück zu dem Vertrauen und warum es wichtig ist. Stellt euch vor, ihr seid in einem Team und es wird hinter eurem Rücken getuschelt. Und zwar nicht nur über euch, sondern über alle. Stellt euch euer Team bildlich vor, als ein Kreis. In diesem kleineren Kreis steht ihr mit dem Rücken zu euren Teammitgliedern. Ihr als Team agiert nach außen. Wenn ihr keine Angst haben braucht, was hinter eurem Rücken passiert, weil eure Teammitglieder sich darum kümmern und ihr ihnen vertrauen könnt, dann könnt ihr eure Energie vollends nach vorne richten, nach außen. Wenn allerdings kein Vertrauen herrscht, dann könnt ihr euch nicht auf das konzentrieren, was vor euch ist, sondern ihr schaut ständig über eure Schulter. Ihr müsst sicher gehen, dass kein Teammitglied euch in den Rücken fällt. Da geht echt eine Menge Energie verloren bei sowas. Als Manager ist es die Aufgabe, zuerst das Vertrauen zu schenken. Dabei geht es nicht um blindes Vertrauen. Es geht darum, schrittweise den Mitarbeitern Verantwortung zu übertragen und darauf zu vertrauen, dass sie die gewünschten Ergebnisse erreichen. Übrigens an dieser Stelle noch den Hinweis, wenn mal ein Mitarbeiter einen Fehler macht, gilt grundsätzlich, kritisiere ihn unter 4 Augen. Wenn er etwas besonders gut macht, gilt genau das Umgekehrte. Lobe in der Gruppe. Der letzte Grundsatz lautet, positiv denken und Chancen nutzen. Wir alle haben zum Beispiel unter den Folgen der Corona-Krise und den Beschränkungen gelitten. Viele Firmen sind ins Straucheln gekommen. Und meine zum Beispiel musste letztes Jahr auch Insolvenz anmelden. Das hat mich dazu gezwungen, mich nach was Neuem umzuschauen. Und zwar eher, als ich es eigentlich geplant hatte. Ich habe allerdings versucht, an der Stelle positiv zu denken. Ich bin am Ball geblieben und dann hat sich tatsächlich auch was Neues ergeben. Im zweiten Teil von seinem Buch geht er auf die Aufgaben von Managern ein. Ziele definieren, organisieren, entscheiden, kontrollieren und Mitarbeiter entwickeln bzw. fördern. Was die Definition von Zielen angeht, dazu habe ich bereits ein Video gemacht. Und vielleicht schaffe ich das auch hier irgendwo zu verlinken. Klick gerne mal drauf. Hierbei gilt es sowohl, größere Ziele im Blick zu behalten, als auch die kleineren Ziele dabei zu bestimmen und diese wirklich ganz konkret festzuhalten, damit die Mitarbeiter wissen, was zu tun ist. Die zweite Aufgabe, organisieren, zielt darauf ab, dass ihr dafür verantwortlich seid, die Mitarbeiter, die ihr habt und den Output, den sie erzeugen, in die richtige Richtung zu lenken. Denn wenn sich das alles streut, dann arbeitet man gemeinsam nicht auf das richtige Ziel hin. Man muss es also bündeln, man muss es organisieren. Und das ist eine wichtige Aufgabe von Managern. Aufgabe Nummer 3: Entscheidungen treffen. Eine weitere Aufgabe und eine, die auch wirklich Tragweite zeigt. Bevor man eine Entscheidung trifft, sollte man die Situation wirklich gut verstanden haben.
genug Informationen vorliegen haben, mögliche Szenarien durchspielen, mit anderen drüber sprechen und sich auch Rat einholen. Das trägt alles dazu bei, dass man bessere Entscheidungen fällt. Aufgabe Nummer 4 ist das Kontrollieren. Hier geht es allerdings nicht darum, wirklich andauernd seinen Mitarbeitern über die Schulter zu gucken. Denn das wäre wiederum kontraproduktiv zu dem Grundsatz des Vertrauens. Das Kontrollieren kann auch helfen, denn es gibt durchaus genug Situationen, in denen Mitarbeiter manchmal vielleicht verloren sind und nicht wissen, wie sie weitermachen sollen. Gegebenenfalls entspricht das, worauf sie hinarbeiten, auch nicht dem, was ursprünglich mal angedacht gewesen ist. Es geht vielmehr darum, nicht das Ziel außer Acht zu lassen oder zu merken, wenn man auf dem Weg zum Ziel abweicht. Wenn hier also in irgendeiner Form ein Austausch oder eine Kontrolle stattfindet, dann hilft das beiden Seiten. Die letzte Aufgabe von Managern ist, seine Mitarbeiter zu fördern und zu entwickeln. Als einzelner Manager hat man auch nur eine begrenzte Anzahl von Stunden und kann auch nur einen gewissen Output leisten. Wenn man aber mehrere Mitarbeiter hat und man hilft ihnen, dass sie besser werden und man hat 10 Stück davon, dann glaub dran, diese 10 Leute werden mehr Output erzeugen, als das, was du in Zeit investiert hast, um sie besser zu machen. Als ich diese 5 Aufgaben das erste Mal gelesen habe, habe ich mich gefreut. Warum? Ich habe gemerkt, dass das, was ich in meinem Job mache und mir Spaß macht, sich deckt mit den Aufgaben eines Managers. Wenn du das Gleiche denkst bei diesen Aufgaben und wenn du auch Spaß daran hast, dann steckt in dir wahrscheinlich auch ein wirklich guter Manager. Im letzten Teil seines Buches spricht er über die Werkzeuge, die man als Manager nutzen kann. Dazu zählen 7 Stück. Nummer 1 sind Meetings. Bei Meetings ist allerdings zuerst einmal darauf zu achten, nicht die Grundsätze aus den Augen zu verlieren. Es geht nicht darum, Meetings um der Meetings willen zu erstellen. Es geht darum, diese als Werkzeug zu benutzen. Man kann es nutzen, um seinen Aufgaben nachzukommen, zum Beispiel dem Kontrollieren, aber ebenso gut auch, um Ziele zu definieren. Wichtig ist auch bei solchen Meetings, diese gut vor- und nachzubereiten. Es sollte einen Grund für das Meeting geben und es sollte ein Ziel für das Meeting geben. Und das Ganze sollte in einem gewissen Zeitraum abgesteckt sein. Man möchte nicht am Ende des Meetings rauskommen und sagen, wofür haben wir das eigentlich gemacht? Das zweite Werkzeug eines Managers sind Berichte. Hierbei ist es wichtig, sauber und präzise zu arbeiten. Denn Berichte können entweder dazu dienen, den Mitarbeitern etwas darzustellen, aber genauso gut auch den höheren Ebenen. Werkzeug Nummer 3 ist die Aufgabengestaltung. Aufgaben präzise festzulegen und zu delegieren, das ist eine Kunst für sich. Wenn zum Beispiel in Meetings Sachen festgelegt werden und die Aufgabe ist unklar, die Aufgabe wird nicht einer Person zugewiesen, dann trifft man sich beim nächsten Mal und diese Aufgabe wurde nicht erledigt und keiner wird es gewesen sein. Das heißt ganz konkret, Aufgaben sollten nie Gruppen zugeteilt werden. Wenn nicht einer den Hut auf hat, dann fühlt sich keiner verantwortlich in der Gruppe, weil man sich hinter dieser verstecken kann. Werkzeug Nummer 4 von wirksamen Managern ist die eigene Arbeitsmethodik. Hier hat jeder auch seinen eigenen Stil, aber es gibt gewisse Sachen, die sollte jeder Manager machen. Allein schon deswegen, weil er ein Vorbild für die anderen ist. Es sollte grundsätzlich eine gewisse Struktur herrschen und es sollten auch gewisse Routinen da sein, auf die sich die Mitarbeiter einstellen können. So wissen sie zum Beispiel, wann man erreichbar ist, wann man für Fragen zur Verfügung steht, wann man welche Termine hat und dann besser nicht gestört werden möchte. Um die anderen Werkzeuge oder auch die anderen Aufgaben im Blick zu behalten, haben die Manager zum Beispiel auch die Möglichkeit, Checklisten zu führen. So behalten sie selber den Überblick, wer für was zuständig ist, was erledigt wurde und was noch zu erledigen ist. Das 5. Werkzeug der Manager ist die Budgetierung. Hier kann der Manager ganz klar festlegen, wo fließt wie viel Geld hin, welche Aufgaben sind wie wichtig. Das greift ineinander mit den Grundsätzen, die wir am Anfang hatten. Sich auf Weniges und das Wesentliche zu konzentrieren und die Ergebnisse nicht aus dem Blick zu verlieren. Außerdem gibt es den Managern einen Überblick und wesentlich besseres Verständnis über das gesamte Geschäft. Das 6. Werkzeug von Managern ist die Leistungsbeurteilung. Da fallen zuerst jetzt vielleicht sowas wie Mitarbeitergespräche ein. Man kann diese Gespräche nutzen, um ganz klar aufzuzeigen, was ist wirklich gut gelaufen bei Mitarbeitern. Und das auch explizit rausarbeiten, damit diese Verhalten erneut auftreten. Genauso kann man auf Dinge aufmerksam machen, bei denen noch Verbesserungspotenzial ist. Und da das Gespräch ein zweigleisiger Austausch ist, bekommt man auch neue Informationen, lernt vielleicht noch was über sich selber. Und man kann gemeinsam neue Ziele für den Mitarbeiter festlegen oder woran er arbeiten soll. Nicht aber nur diese punktuellen Termine sollten wahrgenommen werden, sondern auch eine kontinuierliche Bewertung ist wichtig. Das heißt, wenn mal gute Sachen passieren oder schlechte Sachen, dann sollte man die auch an Ort und Stelle entweder kritisieren oder loben. Und um nochmal darauf hinzuweisen, das Kritisieren, wie gesagt, unter 4 Augen und das Loben im großen Kreise. Das letzte Werkzeug der Manager ist die systematische Müllabfuhr. Dahinter steckt letzten Endes die Frage, gibt es Dinge, die wir heute nicht mehr anfangen würden und wir tun sie nur noch aus Routine? Es gibt Prozesse und Aufgaben, bei denen es Sinn gemacht hat, sie mal zu einem bestimmten Zeitpunkt anzufangen und zu erledigen. Aber diese Gründe sind vielleicht irgendwann nicht mehr gegeben. Dann ist es die Aufgabe des Managers, diese Prozesse oder Aufgaben zu identifizieren und zu eliminieren. Da braucht man keine Energie mehr reinstecken.
Puh, das war ganz schön viel, oder? Da steht aber auch eine Menge drin. Und vielleicht war ja was Hilfreiches dabei für dich. Lass doch gerne noch einen Kommentar da. Über den Inhalt des Buches oder wie ich es präsentiert habe, gib mir deine Leistungsbeurteilung darüber, wie ich mich hier gemacht habe. Und wenn du noch etwas Zeit hast, findest du ja vielleicht noch ein weiteres Video, mit dem ich dir etwas weiterhelfen kann.